Zdrobcane, herzlich willkommen bei Rapmir. Heute reagieren wir auf Bella von Ricardo. Er hat's mal wieder getan, er hat da wieder hoffentlich was Feines für uns gedroppt. Wenn Bella Donna heißen würde, würde ich jetzt sagen, er rappt jetzt schon wieder über Haze. Aber vielleicht ist das auch eine Anlehnung darauf, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall megamäßig gespannt. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber Ricardo ist so ein Künstler, wo ich eigentlich nur darauf warte, dass ich irgendwann den Bericht auf dem Handy bekomme. Ricardo wurde gesigned. Alter. Ja, leider auch noch viel zu wenig Aufmerksamkeit für so einen krassen Künstler. Aber ich denke, das wird früher oder später passieren. Okay. Bella. Okay, es geht um meine Frau. Check mich auf Winter, fresh wie der Winter. Meine Bitch will deine sexy mit Filter. Ey, mach mal langsam, aber bleib nicht stehen. Mir gefällt dieser Hintern. Ja, ja, ich bin fresh. Unverwechselbarer Flow, oder? Erinnert mich so an seine letzten Projekte, aber dieser, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man auch nicht nachmachen. Oder sehr, sehr schwer. Ich wieder Winter, meine Bitch real, dann ist sexy mit Filter. Ey, mach mal langsam, aber bleib nicht stehen. Ey, 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 oh, Bella, bin der Erste und der Letzte hier. Was soll man dazu sagen? Also, ich hab's bei den letzten Tracks auch mal wieder so gesagt. Der hat einfach diese Flowwechsel, der hat die im Blut. Und unfassbar musikalischer Typ. Einfach nur, ich hab jetzt 31 Sekunden gehört und. Boah, ja. Also wie gesagt, ich glaube, ich weiß, er ist schon etwas länger dabei, aber es muss irgendwann passieren. Bella Legend, sie war perfekt mit dir. Oh, Bella, ah, fahr weg mit mir, nur wir beide, doch Zukunft und Vergangenheit vergessen wir. Oh, 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 Bella, bin der Erste und der Letzte hier. Oh, oh, oh. Na, hat sie da echt eine Kippe im Mund? Das finde ich jetzt nicht so sexy, aber ist natürlich Geschmackssache. Schon wieder so ein schöner Flowwechsel. Ich frag mich ja, wenn da was auf. Ja, wenn da was albumtechnisch kommen würde, wie würde er dieses Album gestalten? Also flowtechnisch, würde mich mal echt interessieren, weil ich meine, die Tracks sind so vom Flow echt alle sehr, sehr ähnlich. Der ein oder andere würde jetzt wahrscheinlich sagen, da wird so ein bisschen Flow-Recycling betrieben. Wobei er das halt immer irgendwie interessant verpackt. Man hat immer wieder Bock, so sich das Ding anzuhören, obwohl man denkt, hey, ich hab das, es kommt mir so bekannt vor. Aber er gestaltet das halt durch diese Flowwechsel, durch diesen coolen Vibe, den er so mitbringt, immer wieder interessant. Das heißt, er nimmt seinen alten Flow, haut ihn drüber, macht so ein bisschen, bridget sich so ein bisschen, macht mehrere Flowwechsel in einem Track und dann denkt man, boah, Alter, schon wieder was gezaubert. Für dich, wenn du mich brauchst, du musst nix bezahlen. Für dich gebe ich alles aus, ich werd dick. Das Gas nur damit ich dir was kauf, Baby, du siehst mich an. Okay, coole Message auf jeden Fall. Freunde, macht das nicht. Die Frau bringt das Geld nach Hause, ganz klar. Deine Blicke ziehen mich aus. Sie macht Druck und ich bin stark, klar. Ey, sie luschen, ich hab Kassa. Sie will Gucci oder Prada. Bin im Club so wie Sinatra. Sie im Club so wie Rihanna. Oh, Alter, das hört sich extrem nice an. So gedoppelt auf zwei unterschiedlichen Spuren. Jackie plus Zigarre, ich bin Rizzo, Baby, du bist meine Cookie, meine Tata, ey. Boah, da begleitet er sich selber, das hört sich richtig, richtig nice an. Ey, ja, nicht so schnell, Baby, mach langsam, ja. Ja, für mich zählt nur heute und kein anderes Mal. Du bist nicht so Standard da, ich denk an dich den ganzen Tag, denk an dich den ganzen. Er hat halt auch noch eine andere Rap-Stimme und die will auch manchmal raus. Ich hätte mal echt Bock, so ihn auch mit einer anderen Rap-Stimme zu hören. Manchmal gibt er sie so ein bisschen raus und dann auch schönes Kontrastmittel wieder.
Tag. Ich denk an dich den ganzen Tag. Check mich auf Insta, fresh wie der Winter. Meine Bitch will deine Sexy mit Filter. Ey, Mama. Diese super chilligen Beats dazu. Also, jemand, der regelmäßig raucht, würde sich jetzt auf jeden Fall einen anzünden. Safe. Langsam, aber bleib nicht. Das ist so dieser Mali-Vibe. Mir gefällt dieser Hintern, ja, ja, ich bin fresh wie der Winter. Meine Bitch will deine Sexy mit Filter. Ey, mach mal langsam, aber bleib nicht stehen. Ey, 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 ey. Oh, Bella, bin der erste Hund, der letzte hier. Das ist so ein Ding, man liegt am Strand irgendwo im Urlaub, geiles Wetter, Meer, und dann läuft diese Mucke im Hintergrund, dann weiß ich nicht, dann raucht der ein oder andere vielleicht einen, so mit seinem Strohhut vielleicht noch drauf, und am besten gar keine Leute um dich herum, einfach so entspannen. Oder man hat halt seine Bella dabei. Oder seine Belladonna dabei, oder beides. Also, eins wissen wir jetzt auf jeden Fall, diese Love-Songs, die hat er auf jeden Fall drauf. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so mein Favorit. Außer wir kriegen jetzt hier tatsächlich noch Akzente, dass es sich wirklich um Haze handelt, so um die Grassorte. Dann wäre das was anderes. Boah, das macht er schon wieder. Ich frage mich jetzt halt, also wenn er Album rausbringt und er benutzt jetzt die ganze Zeit diesen Flow. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, ich glaube, einfach alles von ihm gehört, was ich gefunden habe. Falls ich irgendwas noch nicht gehört habe, dann werde ich es früher oder später merken. Ich frage mich halt, ob ich wirklich Bock hätte, diesen Flow das ganze Album lang zu hören. Oder ob er dann sagt, okay, ich nehme mich da ein bisschen raus. Bring ein bisschen was vom Flow vielleicht mal ein bisschen, da kann auch Double Time zum Beispiel, bringe ich da ein bisschen was Interessanteres, oder würde dieses Album genauso aufgebaut werden, dass halt, es bleibt chillig, dieser Mali-Sound, ich hoffe, also Kiwi war ja legendär von ihm, ja, falls man, ich weiß halt nicht, ob ich das packen würde, das ganze Album auf diesem Vibe aufgebaut, oder weil er es eben so interessant verpackt, immer wieder so diese eleganten Flowwechsel. Er ist ja, habe ich ja schon gesagt, mega musikalisch. Oder lässt man sich da so mittreiben und sagt, okay, geil, Alter, das ist doch wieder was Innovatives von ihm. Würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, wie das Album gestaltet werden würde. Ja. Sie ist Engel und Teufel zugleich, sie macht mich verrückt, ich handel mit gutem Bauch. Die Kette war teuer, ich teile mein Glück, Baby, sag mir, bist du jetzt down? 24-7, Masseln, mir geht nie die Buße aus. Ja, ich hab viel zu lange zugeschaut, ey, 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 nicht so schnell, Baby. Ist halt auch, hatte ich ja bei Apache auch schon mal gesagt gehabt, ein bisschen Abwechslung, nicht immer das gleiche Thema. Ich hab nichts gegen Battle, ich stehe auf Battle Rap, ich mag Spitten, ich finde das einfach mega geil, ich mag Straße, aber so als Abwechslung ist das halt echt angenehm, das ist halt kein Gangster Rap, so, das ist ein bisschen so Mainstream, dass ich sage, also Mainstream ist es leider nicht, aber es hat so viel Potenzial, dass es einfach mitmachen könnte. Also es ist noch kein Mainstream, weil es einfach noch viel zu wenig Leute kennen. Aber das ist so ein Sound, der könnte im Radio laufen. Das würde man sich locker geben. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur Jugendliche hören würden oder nicht vielleicht sogar schon Mitte 30-Jährige, weil das halt echt ein chilliger Sound ist. Das ist so, von mir aus auch Feierabendverkehr oder sowas, dann ist man im Auto. Und wenn so ein Ding im Radio laufen würde, dann, also ich würde halt nicht wegschalten. Das ist schon, der hat richtig krassen Mainstream-Potenzial, und zwar so, dass man sagen würde, das ist Mainstream, den feiere ich. Der ist nicht so wie andere, aber alle würden ihn hören, wenn nur mehr von ihm erfahren würden. Schade eigentlich, echt schade, dass
dass er noch so klein ist. Also ich meine, er hat zwar seine stabile Fanbase, da bin ich sicher. Aber so der große Durchbruch, es ist irgendwie so diese Spannungsblase, die ist noch nicht so richtig. Da fehlt noch der Knackpunkt. Mal langsam, ja. Nee, so wie von der Fahrt her Becken, nee, sich andere hat. Ich schwöre, du bist anders, ja. Ich denk an dich den ganzen Tag. Denk an dich den ganzen Tag. Ich denk an dich den ganzen Tag. Check mich auf Insta, fresh wie der Winter. Meine Bitch real, deine Sexy mit Filter. Ey, mach mal langsam. Das ist so geil. Aber bleib nicht, denn mir gefällt dieser Hintern. Ja, ja, ich bin fresh wie. Vor allem das Gesicht dazu, das ist so unfassbar witzig, Alter. Der Winter, meine Bitch real, deine Sexy mit Filter. Ey, mach mal langsam, aber bleib nicht stehen. Ey, 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 oh, Bella, bin der Erste und der Letzte hier. Oh, Bella, letzte Nacht, sie war perfekt mit dir. Oh, Bella, ah, fahr weg mit mir, nur wir beide. Doch Zukunft, Vergangenheit vergessen. Boah. Ja, leider schon vorbei. Ja, so viel dazu. Bella von Ricardo. Ab dem 18.10. digital erhältlich. Wann kommt das Album? Wann kommt das Album? Ja, starkes Ding auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wo der Ricardo in 2, 3 Jahren sein wird, wo sein Weg ihn hinführt und wie er dann musikalisch dastehen wird. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Krasser Künstler, der wird seinen Weg auf jeden Fall gehen. Und ja, schreibt mal ruhig in die Kommentare, wie ihr Bella findet. Und findet ihr, was ist denn euer Lieblingssong von Ricardo? Das würde mich auch interessieren. Wahrscheinlich Kiwi. Ich vermute mal, also so, die meisten kennen ihn von Kiwi. Das war so ein Klassiker von ihm und ich glaube, das ist auch so einer der stärkst geklickten Tracks von ihm. Naja, alles klar, Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da war ich bis dann. Ciao.